Mit einer kleinen Verzögerung starten wir die Veranstaltung. Jetzt, okay. Entschuldigung, genau jetzt haben wir online. Ich darf Katja Gasser übergeben. Klaus Kasperger übergibt an Katja Gasser. Ich freue mich, Sie durch die nächsten 1,5 Stunden begleiten zu dürfen. Im Namen des Literaturhauses Graz heiße ich alle herzlich willkommen, die uns jetzt im Netz folgen. Verzeihen Sie uns die leichte Verzögerung, weil das Digitale bleibt ein Hund. Der Veranstaltungstitel Arbeit statt Almosen ist einem Filmtitel entlehnt, und zwar der filmischen Arbeit von Marlene Schachinger. In dieser filmischen Arbeit dreht sich alles um Missstände im Kulturbetrieb, im Spezifischen im Literaturbetrieb, um diese Missstände, die jetzt pandemiebedingt vielleicht noch deutlicher zutage treten, wird sich alles in den nächsten 1,5 Stunden drehen. Es wird der Film in gekürzter Form zu sehen sein. Ich darf Sie durch diese 1,5 Stunden führen. Mein Name ist Katja Gasser. Ich leite das Literaturressort im ORF Fernsehen. Ich darf Ihnen gleich die Diskutantinnen und Diskutanten vorstellen. Allen voran eben Marlene Schachinger, der wir den Veranstaltungstitel und das Thema Schulden und ihr zu verdanken haben. Besser gesagt, Marlene Schachinger ist Schriftstellerin, ist Lyrikerin, schreibt Lyrik, Prosa, Essays, taucht immer wieder als Mitherausgeberin diverser Anthologien auf. Sie unterrichtet auch Schreiben an unterschiedlichsten Institutionen und hat eben in den letzten paar Wochen und Monaten einen Film gemacht mit dem eben erwähnten Titel Arbeit statt Almosen. Wir werden im Detail darauf zu sprechen kommen. Das ist Marlene Schachinger. Ich darf weiters begrüßen Klaus Kasperger, der mir schon zunächst ins Wort gefallen ist. Er ist nämlich der eigentliche Hausherr der ganzen Veranstaltung. Er leitet das Literaturhaus Graz und tut, wie wir alle wissen, viele andere Dinge mehr. Er zählt bekanntermaßen zu den angesehensten und umtriebigsten Literaturwissenschaftlern im deutschsprachigen Raum, ist unter anderem Juror bei den umstrittenen Bachmann-Tagen und vieles andere mehr. Und vor allem, er ist Gastgeber dieser Veranstaltung, Leiter des Literaturhauses Graz. Dann sehen wir Annette Knoch. Sie ist Verlegerin des weithin bekannten Droschel Verlags, den seit vielen, vielen Jahren auszeichnet, dass er besonders markante Gegenwartsliteratur verlegt. Um nur einen meiner Säulenheiligen zu nennen, der bei Droschel erscheint, ist Thomas Stangl, der ganz ohne Zweifel zu den bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart zählt. Annette Knoch hat Germanistik und Kunstgeschichte. Annette Knoch studiert, stimmt das? Genau, und hat eine Zeit lang im Literaturhaus Hamburg im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit geleitet und leitet seit Anfang 2003, glaube ich, eben den Droschel Verlag, den zuvor ihr Vater geleitet hat. Und jetzt warten wir noch auf Gerhard Ruiz, der jetzt aber noch immer nicht auftaucht. Offenbar hat jetzt Gerhard Ruiz ein technisches Problem. Gerhard Ruiz ist wohl einer der ambitioniertesten Kämpfer für die Kunst in Österreich und das seit vielen Jahrzehnten. Er ist Musiker, er ist Autor, er ist Kulturpublizist und er ist Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren und als solcher unglaublich aktiv, auch in den letzten paar Wochen und Monaten. Ich glaube, so viele E-Mails kritischer Natur, wie Gerhard Ruiz verschickt hat in den letzten paar Wochen und Monaten. Das muss ihm mal jemand nachmachen. Ich hoffe sehr, dass er anschließen wird und wir dieses Problem technischer Natur noch auch in den Griff bekommen. Ich gehe jetzt einmal optimistisch davon aus, dass dem so sein wird. So, jetzt habe ich mal genug geredet, so viel zur Einleitung in die Veranstaltung, bevor wir uns den wirklich äußerst interessanten und viele Einsichten und Erkenntnisse generierenden Film von Marlene Schachinger anschauen werden gemeinsam. Eine Eröffnungsfrage an das gesamte Podium und anfangen möchte ich mit Marlene Schachinger. Eine sehr einfache Frage zu Anfang. Frau Schachinger, was waren denn die Beweggründe, diesen Film, den Sie ja zu Zeiten schon von der Pandemie gemacht haben, in die Welt zu setzen? Der Film ist ja Teil eines größeren Projektes und
zwar geplant, eigentlich via Crowdfunding eben ein Buch zu finanzieren und ein Hörbuch als dann dazu zu machen und diesen kulturpolitischen Diskurs eben in der Form eines Dokumentarfilms zu verankern und auch zu vermitteln, weil es mir ein großes Anliegen war, bestimmte Fakten in der literarischen Landschaft zur Diskussion zu stellen, ein Gespräch anzuregen, zu sagen, wir haben hier einen Bedarf, einen Gesprächsbedarf auch, und es ist einfach an der Zeit, mal Tacheles zu reden. Wir können da jetzt nicht mehr irgendwie auf ewig warten. Ja. Über diesen Gesprächsbedarf, ich habe hier sozusagen entschiedener als Missstand benannt, zu Anfang, über diesen Gesprächsbedarf werden wir in Folge eben sprechen. Gerhard Ruiz ist aufgetaucht. Gerhard Ruiz, Sie haben jetzt verabsäumt meine Lobeshymne auf Sie. Die Frage, die anschließende an Marlene Schachinger, erginge an Sie, Gerhard Ruiz. Sie haben unlängst in einem Interview, das ich mit Ihnen geführt habe, für den ORF davon gesprochen, dass wir, und Sie meinten den Kulturbetrieb und damit eben auch den Literatur, Betrieb auf eine Katastrophe zusteuerten. Welcher Art Katastrophe haben Sie denn da im Sinn gehabt? Na, derzeit konzentrieren sich alle auf das Durchtauchen, auf das Überstehen der Krise. Tatsache ist aber, die wirkliche Krise wird erst nach dem Ende der Pandemie kommen. Ich habe einen unglaublichen Teil. Ich hoffe, man hört diesen Hall nicht. Bei mir hört man ihn sehr. Ich glaube, dass wir uns jetzt schon beschäftigen müssen mit dem, was folgt. Und das, was folgt, wird ein Neustart sein müssen, auf den derzeit niemand vorbereitet ist. Annette Knoch, wie nimmt sich denn diese Situation, die ja für alle aus unterschiedlichen Gründen schwierig ist, für die Verlegerin, die in Graz ihren Sitz hat, aus? Was sind denn für die Verlegerin zurzeit die besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten? Die Hauptherausforderung ist jetzt einmal, dass alle Buchhandlungen zu haben. Also mit 18. Jänner haben auch die Schweizer Buchhandlungen geschlossen und damit haben bis auf Brandenburg und Berlin im ganzen deutschen Sprachraum die Läden zu. Und das bedeutet auch, dass unsere Vertreterinnen und Vertreter, die im Moment mit dem Frühjahrsprogramm eigentlich ganz viele Termine dort hätten, nicht reisen können und also die neuen Programme nicht vorstellen können und sich auch auf diese wackeligen Technologiebeine stellen müssen, auf denen wir da gerade stehen. Backhellige Technologiebeine ist schön. Klaus Kasperger, Sie haben inzwischen recht viel Erfahrung sammeln müssen, notgedrungen mit diesen wackeligen Technologiebeinen. Wie ist es denn so aus der, wenn wir uns jetzt auf die Literaturhausleitung in Ihrem Berufsvielfaltspektrum beschränken, was heißt denn das für die Leitung eines Literaturhauses, die jetzige Situation? Na, es heißt, dass man sich nebenbei permanent mit Technik beschäftigen muss. Und ich habe auch noch eine technische Durchsage. Gerhard Ruiz, du hast deshalb so einen riesigen Hall, weil du doppelt in dieser Konferenz vertreten bist. Du hast einmal als Teilnehmer bist du mit Kamera und einmal ohne und niemand kann dich raushauen. Das heißt, vielleicht schaffst du es noch, dich mit dem Account, wo keine Kamera dabei steht, rauszuhauen. Dann ist auch der Hall weg und die Technik würde besser funktionieren. Wenn es nicht geht, geht's. Ich seh mich nur einmal. Ja, ich sehe dich doppelt, ja, also als Teilnehmer, ja, aber... Was ist, wenn ich aussteige und komplett neu einsteige? Ja, das hast du schon einmal gemacht und dann bist du eben doppelt gewesen. Also irgendwie, du bist... Gut, wo kann ich mich wegklicken? Ich will mich ja wegklicken. Ich darf kurz unterbrechen, diese technischen Wehwehchen, die wir da jetzt haben, die wir vor uns hin dilettieren, interessieren, glaube ich, die Leute, die uns da gerade folgen, mitnichten. Aber ich habe einen Vorschlag. Mit dieser kleinen Runde haben wir die erste Gesprächs-, also alle haben mal gehört, wie wir so klingen, in voller Pracht. Und ich schlage vor, dass wir dieses Problem, das der Gerhard Ruiz hat, das technische lösen, während sich die, die uns im Netz folgen, den Film von Marlene Schachinger anschauen. Und das tun wir jetzt, glaube ich.
Also alle, die da draußen uns folgen, es folgt jetzt mit etwas leichter Verzögerung, rund 30 Sekunden, die gekürzte Variante allerdings von dem Film von Marlene Schachinger. Klicken Sie sich nicht gleich aus, wenn der Film nicht gleich sofort an uns jetzt anschließt. 30 Sekunden bitte um Geduld. Es folgt dann der Film. Der Film wird dann aus sein. Und dann bitte nochmal 30 Sekunden durchhalten. Und dann wird der Gerhard Ruiz nur einmal vorkommen und wir alle auch nur einmal im Bild. Und dann hoffe ich, dass wir über das, was Marlene Schachinger und viele andere in diesem Film zu sagen haben, eine gute Diskussion, eine sinnvolle stattfinden kann. Viel Vergnügen mit dem Film von Marlene Schachinger, Arbeit statt Almosen, und uns wünsche ich, dass wir das jetzt technisch schaffen. Alles Gute. Mit Land der Berge von Gesang, gell? Geht's? Ja. Ich muss sie ablesen, weil ich noch keinen Einbürgerungstest gemacht habe bisher. Und die geht so, auf dem Papier. Ich sing nicht gut. Land der Berge. Land am Strome. Land der Äcker. Land der Dome. Land der Hämmer, zukunftsreich. Heimat bist du großer Töchter, Söhne. Volk begnadet für das Schöne. Viel gerühmtes Österreich. Viel gerühmtes Österreich. Ist das alles? Version 2. Land der Männer, Land der Mehrarbeit, Land des Zwiespalts, Land der Rauigkeit. Männer, Frauen, alle gleich. Heimat wird sich endlich ändern. Traut sich mutig, etwas zu gendern. Viel gerühmtes Österreich. Die Menschen in dir sind alle gleich. Doch manche sind gleicher. Liebe alle in der großen, weiten Welt, die Sie uns folgen. Wir haben gerade den Film von Marlene Schachinger gesehen, Arbeit statt Almosen, der Titel. Meine Diskussionsrunde oder die Diskussionsrunde zu diesem Themenabend, den wir eben Marlene Schachinger verdanken, würde ich gern mit Marlene Schachinger beginnen. Die Diskutantinnen und Diskutanten sind bereits vorgestellt worden. Annette Knoch, Klaus Kasperger, der Hausherr sozusagen, das Literaturhaus Graz ist der Veranstalter, Gerhard Ruiz, und eben Marlene Schachinger, die diesen Film gemacht hat, mit großem Engagement. Marlene Schachinger, ich habe zu Anfang der Veranstaltung gesagt, dass die Missstände, Sie haben diplomatischer von Gesprächsbedarf gesprochen, dass diese Missstände die Pandemie noch einmal sichtbarer gemacht hat, die es aber lange schon vor der Pandemie in der Form ja gab. Würden Sie mir zustimmen, dass diese Pandemie einfach etwas noch mal verschärfter deutlich macht, was ohnehin immer schon oder sehr lange der Status quo ist? Ja, absolut. 2018 war es schon eindeutig beobachtbar. Belletristikprogramme in Verlagen wurden reduziert. 2019 andere Absagen erreichten die AutorInnen. Das alles wurde eigentlich erst sichtbarer, aus meiner Perspektive jetzt mal gesprochen. Und hinzu kommt aber auch, dass gerade in der Literatur, im literarischen Feld, der Kampf um die eigene Existenz so manifest ist.
ist, dass im 18er, 19er Jahr wahrscheinlich einfach auch kaum Ressourcen da waren, um da initiativ zu werden. Das heißt, 20 hat auch diese Möglichkeit gegeben, zum einen oder geschaffen, zu sagen, jetzt müssen wir was tun. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist eigentlich schon längst viel zu spät. Und wir müssen endlich in die Gänge kommen, wir müssen drüber reden, wir müssen uns was einfallen lassen, wir müssen agieren. Wir dürfen da nicht länger hocken und irgendwie hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht. Ja? Und zwar auf vielen Ebenen, jetzt nicht nur intern im literarischen Feld, sondern auch in kulturpolitischen Fragen. Und da, denke ich, ist es einfach wirklich Feuer am Dach. Feuer am Dach, das macht ja Ihr Film sehr anschaulich, dass da ja seit langem Feuer am Dach ist. Gerhard Ruiz, jetzt sind Sie Geschäftsführer der IG Autoren. Ich frage jetzt etwas perfid zugespitzt, haben denn auch die IG Autoren als Institution, hat die Institution IG Autoren auch versagt, dass die Situation offenbar in nicht nur ökonomischer Hinsicht, aber massiv in ökonomischer Hinsicht für Autorinnen und Autoren in Österreich für sehr viele so verheerend ist? Naja, zunächst, wir haben sicher nicht versagt. Ohne uns, glaube ich, würden wir in dieser historischen Katastrophe weiterleben. Wir haben relativ viel Entwicklungsarbeit geleistet. Unser Problem ist, glaube ich, aber ein gemeinsames, großes, das Abhandenkommen der Kulturpolitik. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren, vielleicht sogar noch länger, vielleicht sogar mehr als einem Jahrzehnt oder darüber hinaus, Kulturpolitik reduziert auf eine jeweilige Ressortverantwortliche oder auf einen jeweiligen Ressortverantwortlichen. Das heißt, es gibt Kulturpolitik nur mehr auf dem Papier, in Papierform, in Regierungsprogrammen oder Ähnlichem, aber nicht mehr in der Realität. Das heißt, dadurch ist eigentlich so nach den letzten Aufbruchsstimmungen, zum Beispiel die Schaffung der Literaturhäuser oder Ähnliches, alles auf einem relativ hohen Niveau zunächst einmal eingefroren worden, dann abgebaut worden im Übrigen zu Beginn der 2000. Und wir haben uns seither davon nicht mehr wieder erholt. Wir haben große Defizite im Sozialrecht, wir haben große Defizite im Steuerrecht, wir haben große Defizite in der Finanzierung und im Urheberrecht. Wenn es an uns liegen würde, gäbe es das alles schon. Aber es liegt nicht an uns, sondern es liegt an Österreich. Wir haben in Österreich ein relativ seltsames Verhältnis Österreich, die Republik hat ein relativ seltsames Verhältnis zu Kunst- und Kulturschaffenden, und das merkt man jetzt ganz besonders in der Pandemie. Es fällt den meisten Kulturverantwortlichen gerade noch, aber den meisten Politikern und Politikerinnen ja nicht einmal mehr ein, dass es Kunst und Kultur gibt. Das haben wir jetzt monatelang erlebt. Wir mussten ununterbrochen sagen, es gibt uns, es gibt uns, es gibt uns, und wir haben Ansprüche und wir haben Rechte. Gehört werden wir relativ wenig, und wenn, dann empfindet man uns als lästig. Aber Tatsache ist, wenn es an uns läge, ja, dann sähe es ein bisschen anders aus. Wir haben für alles Konzepte vorgelegt, wir arbeiten an allem, aber wir setzen uns halt nicht durch. Das ist unser großes Problem. Woran es liegt, da kann man lange überlegen. Denkt man, es liegt vor allem daran, dass Österreich immer doppelt regiert wird. Einerseits durch eine Regierung und andererseits durch die Sozialpartnerschaft. Und mit dieser Doppelregierung hat man es ganz besonders schwer, sich in Österreich auf gesetzlicher Ebene durchzusetzen. Da belasse ich es jetzt einmal. Also wir kommen auf die Details dessen, was Sie gesagt haben, Gerhard Ruiz, ja im Laufe des Abends noch zu sprechen. Annette Knoch, es ist so, dass in dem Film von Marlene Schachinger ja sehr konkrete Forderungen gestellt werden. Marlene Schachinger würde das so wahrscheinlich nicht sagen, aber es sind sozusagen Vorschläge, wie man verbessern könnte die Situation. Und einer dieser Vorschläge ganz konkret, den Marlene Schachinger in diesem Film macht, ist die Erhöhung der Tantiemen für Autoren. Was alle, die uns jetzt folgen und nur die kurze Version von dem Film kennen, nicht gesehen haben, in der Langversion endet der Film mit so etwas wie einem Forderungskatalog von Marlene Schachinger. Und eine dieser Forderungen zum Schluss, die noch einmal konkretisiert wird, ist eben diese Tantiemenerhöhung. Wie ist denn Ihr Verhältnis als Verlegerin, die Sie in gewisser Weise auf der anderen Seite stehen, zu dieser Forderung, zu diesem Ansatz? Zunächst einmal ist es völlig richtig. Es ist wirklich
erbärmlich, der Anteil einer Autorin oder eines Autors, also der finanzielle Anteil an einem Buch ist eindeutig zu gering. Das hat Alex Bottica ja in diesem Film auch sehr gut aufgelistet, wie die Prozente sozusagen eines Ladenpreises eines Buches sich zusammensetzen. Und überspitzt oder gar nicht überspitzt, aber ganz reell kann man sagen, der Staat bekommt bei jedem verkauften Buch gleich viel Geld wie die Autorin. Das sind diese 10% Mehrwertsteuer, jetzt ausgenommen Corona, und 10% Autorinnenhonorar. Was aber in diesem Film auch gut rüberkommt, ist, dass es eben alles sowieso sehr knapp kalkuliert ist von Verlagsseite her. Und wie ich um 2000 herum in diese Bücherwelt hineingetaucht bin, ist zum ersten Mal das sogenannte Barsortiment aufgetaucht. Das ist der Großhandel. Und diese Barsortimente haben plötzlich völlig andere Margen bei den Buchpreisen verlangt. Und jeder Verlag war sozusagen unter Druck. Entweder man macht da mit oder man wird nicht gelistet, also werden die Bücher nicht so in den Läden präsentiert, wie man als Verlag sich das wünscht. Und so ist es jetzt, dass 50% der Handel bekommt und 10% die Autorin oder der Autor. Und das ist natürlich nicht fair. Nur ganz schwer ist es, aus dieser Bredouille wieder rauszukommen. Was wären denn, Klaus Kasperger, jetzt kennen Sie diesen Betrieb aus den unterschiedlichsten Perspektiven, was wären denn die aus Ihrer Sicht möglichen politischen auch Strategien, um aus dieser Bredouille, die jetzt Annette Knoch so schön skizziert hat, rauszukommen zum Beispiel? Naja, ich glaube, der Film von Marlen Schachinger, der ist ja, der wusste ja noch nichts von Corona. Und ich glaube, dass Corona und dieses Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, uns allen den Stellenwert von Kultur und dann noch einmal von Literatur vor Augen geführt hat. Kultur, die Regierung weiß nichts von Kultur. Das ist eine kulturlose Regierung, auch in dem Sinn, dass Kultur zwar und Literatur im Regierungsprogramm, es gibt nicht nur Leute, die Frauen in den Verlagsprogrammen zählen, sondern es gibt ja auch immer die Leute, die das Wort Literatur in Regierungserklärungen zählen. Auch die Regierungserklärung, da kommt das Wort Literatur sehr, sehr oft vor. Es wurde sogar, und ich weiß nicht, wer, Gerd Ruiz, kann es uns vielleicht sagen, in dem Regierungsprogramm ist eigentlich ein sehr dezidiertes Programm, was die Kultur betrifft, drinnen. Nämlich ein Programm, das sich Fair Pay auch in der freien Szene auf die Segeln geheftet hat. Und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, einen Nachwuchspreis für Literatur zu gründen. Ich weiß nicht, wer das war. Und der sollte Thomas-Bernhard-Preis heißen. Jetzt weiß man, wie der Thomas Bernhard zum literarischen Nachwuchs gestanden ist und dass er eigentlich nur sich selber und niemanden sonst wahrgenommen hat. Also jemand, der auf die Idee kommt, einen Nachwuchspreis für Literatur, Thomas Bernhard Preis zu nennen, der kann von Literatur und von Thomas Bernhard und letztlich von Österreich genau null Ahnung haben. Was sich jetzt gezeigt hat, ist, dass dieses ganze Papier, dieses ganze Regierungsprogramm, was die Kultur und die Literatur betrifft, zum Wegwerfen war. Also es gibt, ich habe vereinzelt, und da muss ich das sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, wenn in den letzten einem Jahr ich von irgendeinem verantwortlichen Politiker überhaupt das Wort Kultur gehört habe, dann waren das Landespolitiker. Ja? Also das Problem ist, die wissen überhaupt nicht, was ein Theater ist, die wissen nicht, was eine Oper ist, die wissen nicht, wie Literatur funktioniert. Und aus diesem Grund stehen wir ja speziell auch als Veranstalter jetzt seit einem Jahr vor Plänen, vor Hoffnungen, die man uns macht, die auf einem völligen Nichtwissen basieren dessen, was eigentlich ist. Das haben wir jetzt in diesen... Das haben wir nicht gewusst. Also ich habe es nicht gewusst. Vielleicht hat es der Gerd Ruiz gewusst, wie schlimm das ist irgendwie. Das haben wir jetzt vor Augen geführt bekommen. Und wenn diese Pandemie endlich einmal vorbei ist und wenn wir endlich wieder veranstalten können, wieder ins Theater gehen können, in die Oper gehen können, dann werden wir diese Erfahrung gemacht haben, dass die Kulturpolitik unter Anführungszeichen betreiben, überhaupt nicht wissen, was Kultur ist. Und diese Erfahrung werden wir, glaube ich, gemacht haben. Das müssen wir uns, glaube ich, vor Augen halten. Und zwei Sätze vielleicht noch. Ich beobachte das mit großem Interesse,
wie Kultur in Medien, wie das in Standesvertretungen vorkommt. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu Tiroler Seilbahnen oder zu dem österreichischen Skiverband, leidet die Kultur halt darunter, dass es keine Clanstruktur gibt. Der Gerhard Ruiz sitzt da, das ist einer der wenigen Bereiche, es gibt auch die IG Kultur, die sich um die freie Szene gründet, aber die IG Autoren sind eine der wenigen strukturierten und ich weiß nicht, ob man sich als Gewerkschafter bezeichnen lässt, der Gerhard Ruiz, das sind eine der wenigen Felder, wo man weiß, wen man ansprechen sollte. Auch in diesen Medien, wer vertritt die Gesamtsache der Kultur in Österreich? Wenn man falls über Seilbahnen wissen will, dann weiß jeder ORF-Redakteur, da muss ich den Herrn Hörl anrufen. Und deshalb ist der Herr Hörl mit seinen Seilbahnen permanent im Fernsehen und sagt uns, was das für eine Zumutung ist, Masken zu tragen in einer Gondel irgendwie. Wenn man Kultur, dann ruft man den Gerhard Ruiz an oder den Herrn Föttinger, weil der immer sich so echauffiert, oder den Herrn Schröder, weil der für die Museen spricht. Und jeder spricht immer nur für sich. Jeder spricht nicht einmal fürs Theater. Der Herr Föttinger spricht fürs Theater in der Josefstadt und nicht fürs Grazer Schauspielhaus. Und Gerhard Ruiz ist einer der wenigen, der sozusagen die Sache der Autoren, weil die Autoren so strukturiert sind und die lange Geschichte aus dem österreichischen Schriftstellerkongress hervorgegangen ist, man sieht, wie sehr diese Strukturierungen, auch die demokratisch legitimierten Strukturierungen fehlen. Und deshalb gibt es auch keine gesamtösterreichische Kulturlobbyismus. Also da müsste man sich wirklich überlegen, ob sowas nicht eigentlich zu schaffen wäre. Auch wir Literaturhäuser kooperieren viel miteinander, aber wir sind keine Gewerkschafts- und Standesvertretung. Wir haben versucht, die gesamten Literaturhäuser in Österreich, einen Termin bei der Frau Lunacek zu bekommen. War unmöglich. Es hat geheißen hinter den Kulissen, weil sie permanent immer noch mit der Rabel Stadler gesprochen hat. Aber wir wollten eigentlich auch nie so strukturiert sein. Aber man sieht doch, und vielleicht lernen wir das daraus, wenn wir im politischen Feld Forderungen erheben wollen, wenn wir sichtbar sein wollen, dann braucht es vielleicht solche Legitimationsstrukturen, wie die IG Autoren einer der wenigen ist, die es gibt. Also das fehlt uns wirklich. Aber das finde ich, was Sie jetzt gesagt haben, Klaus Kasperger, das ist ja wirklich vielleicht eine der dringenden zu ziehenden Lehren aus dieser Pandemie-Erfahrung auch für den Kultur- und Kunstbetrieb. Ich kenne das aus journalistischer Sicht. Das ist ein ungeheures Problem. Einerseits, weil wir so ein heterogenes Feld sind. Also wir, sage ich jetzt behelfsmäßig, weil die Kulturszene so heterogen ist und gleichzeitig eben die differenten Positionen, die kaum gesammelt sprechen. Ich würde die Debatte aber gern noch einmal konkretisieren, weil Marlene Schachingers Film sehr konkrete Forderungen stellt und sehr konkret ist und sich eben nicht im Abstrakten verliert. Und noch einmal darauf zurückkommen, was Annette Knoch skizziert hat, nämlich diesen Konfliktbereich. Annette Knoch hat gesagt, sie sieht das auch so wie Marlene Schachinger, die Autoren, Autorinnen bekommen zu wenig dafür, für ein Buch. Gerhard Ruiz, jetzt sind Sie ein überaus erfahrener, einer der wenigen, die wirklich so etwas wie Standesvertretung macht im Feld der Kultur. Woran hakt es denn bei diesem Konflikt, den Annette Knoch so gut skizziert hat? Was wären denn die politischen Punkte, wo müsste man denn ansetzen? Na, dort, wo wir schon die längste Zeit ansetzen. Man muss auch dem Medienwandel Rechnung tragen. Das ist nicht geschehen. Wir leben ja seit vielen Jahren mit technischen Innovationen, wo die Kunst- und Kulturschaffenden die Letzten sind, die beteiligt werden. Also nur so banale Vervielfältigungstechniken wie die Papierkopie. Die hat es schon Jahrzehnte gegeben. Die war ursprünglich einmal sehr teuer. Aber die Urheber und Urheberinnen, also die Autoren und Autorinnen, haben nie was davon gesehen. Erst dann, bis es zum Preisverfall gekommen ist, haben wir irgendwelche Gröscheln gekriegt. Und das ist im gesamten Bereich der Vervielfältigung und Verbreitung in Österreich speziell noch verschärfter Fall. Das heißt, wir müssen überall zugleich ansetzen.
Es geht zum Beispiel auch um die Beteiligungen jetzt bei den neuen Medien. Darum kämpfen wir schon seit vielen Jahren. Es ging auch um die Beteiligung bei den Speichermedien. Darum haben wir relativ erfolgreich gekämpft. Das ist ja durchgesetzt. Das heißt, es geht nicht nur um die Buchtantiemen allein. Es geht auch um die Theatertantiemen. Und es geht vor allem, glaube ich, um eine Bewusstseinsbildung. Solange es uns nicht gelingt, und es gelingt und gelingt uns nicht, und da wären wir auch auf die Hilfe der Medien, auf die dauerhafte angewiesen, es gelingt uns nicht, diese Zerrbilder aus der Welt zu kriegen. Zum Beispiel glauben die meisten Leute, wenn du ein Buch schreibst, dann kriegst du sowas wie Handgeld, so wie im Sport, im Fußball. Ja? Dann kriegt man einen Fixbetrag und den kann man dann verjuxen und vielleicht schreibt man auch gar kein Buch. Nein, wir sind immer nur gewinnbeteiligt. Also es herrscht ein wirklich falsches Bewusstsein. Natürlich, wenn ich viel verkaufe, mit relativ mehr. Und dasselbe trifft auf das Theater zu. Man muss sich vorstellen, am Theater, die einzigen, die das volle Risiko tragen, sind die Theaterautoren und Autorinnen. Die leben von den Kasseneinnahmen mit einer prozentuellen Beteiligung. Die leben nicht von den Subventionen, die die Bühnen kriegen. Und das meine ich halt, da gibt es Zerrbilder und da gibt es viele, viele Ansätze. Es ist nicht ein Ansatz, es wären viele Ansätze, weil ich glaube auch nicht, also wir können schon so machen. Wir können sagen, die doppelten Tantiemen, aber dann ist schon die Frage, von welcher Berechnungsbasis. Da gibt es inzwischen ganz, ganz verschiedene Basen, woran das berechnet wird. Und es gibt auch einen gewissen Preisverfall bei E-Books zum Beispiel. Also ich kann dann von mir aus auch 30-40% von nichts kriegen. Das ändert noch immer nichts. Das heißt, wir müssen in neue Relationen eintreten und wir müssten dazu die politische Unterstützung haben, insbesondere im Urheberrecht, aber auch in anderen Dingen, die es in Österreich nicht gibt. Wir haben zum Beispiel nie in Österreich ein Verlagsrecht gehabt, also nie in Österreich ein Verlagsgesetz wie in Deutschland. Also bei uns gibt es ja den ärgsten Wildwuchs im Verlagswesen. Es gibt die zum Glück die seriösen und die qualifizierten Verlage, die gibt es. Wir wissen das seit vielen Jahren, aber es gibt natürlich auch jede Menge von, ich weiß nicht, Abzockerei auf dem Sektor. Und alles tritt so auf, als wäre das sozusagen ein intakter Markt und ist es nicht. Was wir in Wahrheit brauchen, und da würde ich jedem Klaus Kasperger zustimmen, was wir brauchen ist, wir brauchen einen ordentlichen Kulturpolitikschub. Wie wir den zustande bringen, weiß ich nicht. Also ich kann ja sagen, die IG-Autorinnen und Autoren ist immer solidarisch. Wir sind seit ewigen Zeiten solidarisch. Ich probiere ununterbrochen Plattformen in die Welt zu stemmen, aber es ist genau so, wir scheitern immer, und zwar glaube ich in erster Linie an den großen Kulturdankern. Während wir protestieren gegen die Regierung, schreiben zum Beispiel die Landestheaterdirektorinnen und Direktoren einen Dankbrief an die Politik, ja? Und bedanken sich sogar noch für die Dramatiker und Dramatikerinnen, wie gut es uns geht. Während wir das Problem haben, dass wir Geld brauchen. Das heißt, wir müssen der Politik eigentlich ständig alles abtrotzen. Insofern bin ich auch sehr stolz auf uns. Wir haben der Politik ganz viel auch an Unterstützungsleistungen abgetrotzt, aber das ist zu wenig. Das ist nicht Gestaltung. Ja? Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist halt auf die Nerven gehen. Ich würde gerne gestalten. Ich frage mich nur, wie wir das mit einer Struktur können, das sage ich noch ganz kurz, die wir jetzt vorfinden. Wir haben eine sehr ambitionierte Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Nur, die sitzt nicht im Ministerrat. Im Minister werden wir vertreten von einem Minister für Kultur, Sport und öffentlichen Dienst, der zugleich Vizekanzler ist, der zugleich Koalitionspartner ist, der zugleich immer amikal verfahren muss. Das heißt, unsere Agenda verpufft, ja, bevor sie überhaupt noch verhandelt wird im Ministerrat. Wir kommen nirgendwo hin. Das heißt, unser Problem ist, wir haben nicht einmal Sitz und Stimme im Ministerrat. Und sozusagen mit dieser geringen politischen Vertretung haben wir natürlich auch null Durchschlagskraft in der Öffentlichkeit. Also das war nicht vorstellbar. Es ist so, man hat uns runtergestuft. Und übrigens, glaube ich, der Thomas Bernhard Theaterpreis, Nachwuchspreis, muss man präziserweise sagen, der stand tatsächlich in einem Regierungsprogramm. Ich glaube, es war aber nicht das aktuelle, sondern das letzte. Aber jedenfalls, den hat man ganz schnell wieder verräumt. Ja. Aber dass sowas überhaupt eine Höhe eines Regierungsprogramms erreichen kann, da müssen Grundsätze drinnen stehen. Die stehen übrigens inzwischen im Regierungsprogramm, das haben wir durchgesetzt. Nur passiert dort nichts. Ja, es stehen ganz viele, Fair Pay steht drinnen zum Beispiel. Es steht drinnen keine Knebelverträge mehr, also kein Vertragsdiktat mehr. Das heißt, das ist eine Aufhebung der Vertragsdiktate. Und es heißt ein Urhebervertragsrecht. Ich bin gespannt, was davon kommt. Also um diese Dinge kämpfen wir seit, glaube ich, Jahrzehnten, muss ich mittlerweile sagen. Das letzte Mal ganz massiv 2003, also geschehen tut dauernd was, ja. Nur Effekte gibt es keine. 2003 gab es eine große parlamentarische Urheberrechtsenquete, wo ich gebeten habe damals, bitte lassen Sie uns nicht noch einmal 10 Jahre auf das Urhebervertragsrecht warten. Das war 2003.
Und da haben wir schon 10 Jahre gewartet. Jetzt haben wir 2021. Es ist nicht da. Und schon wieder ist die Frage, brauchen wir denn überhaupt ein Urhebervertragsrecht? Geht es den Künstlerinnen und Künstlern nicht ohnehin gut? Und ich sage, also wenn die Basics fehlen, ja, dann können wir gar nichts tun und wir brauchen die Basics. Also wir sind sehr, sehr rückständig, was das betrifft, rechtlich. Wenn ich mir Deutschland ansehe, dann sind wir sicher locker 20, 30 Jahre zurück. Jetzt werden wir den Vergleich mit Deutschland mal außen vor lassen. Gerhard Ruiz hat jetzt einige Themen angesprochen, aber so die Schlagrichtung Marlene Schachinger. Sie haben ja diesen Film gemacht, haben mit ganz vielen Autorinnen gesprochen, mit sehr vielen Leuten, die in diesem sogenannten Literaturbetrieb auf unterschiedlichen Ebenen tätig sind. Aber teilen Sie Gerhard Ruiz Schlagrichtung, dass es nötig ist, es braucht ein großes eine große kulturpolitische Schlagkraft, ein neues Programm, einen neuen Anlauf, um unter anderem die Forderungen, die Sie in Ihrem Film stellen, umzusetzen. Braucht es dafür einen größeren Rahmen? Ja, das sehe ich absolut so. Also der Film ist keine Kritik an der IG jetzt mal primär. Ich denke, dass die IG sehr, sehr gute Arbeit leistet, dass sie nicht irgendwie alle Kastanien aus dem Feuer holen kann, das ist klar. Das muss man einfach auch sehr realistisch betrachten. Es ist aber die einzige Lobby, die wir haben und das ist zu wenig. Das heißt, ich wäre absolut dafür, nach außen zu gehen. Nicht nur an die Politik, sondern vor allem an die Medien, neue Medien zu nutzen, wie wir es jetzt gerade tun, ja, darüber zu sprechen, mal irgendwo auch Aufklärungsarbeit im weitesten Sinne zu leisten, denn die wenigsten in der österreichischen Bevölkerung, wie wir feststellen konnten, bei unserem Projekt Arbeit statt Almosen, haben überhaupt irgendeinen blassen Tau davon, wie unsere Lebensrealität aussieht. Und das mal nach außen zu tragen, ja, und wirklich da auch eine Kommunikation zu fördern, zu sagen, das sind die Realitäten und wir müssen dafür Lösungen suchen. Und es gibt einfache Lösungen, die mal am Punkt ansetzen und es gibt langfristige Dinge, die langfristig wichtig sind, eben wie der Urheberrechtsvertrag. Ja? Aber ganz eine simple Lösung wäre zum Beispiel zu sagen, 10% Tantiemen, das ist zu wenig. Die Pandemie hat gezeigt, der Staat kann auf Steuern gerade in diesem Bereich Kunst, Kultur verzichten, nachdem er ja ohne dies der Meinung ist, das fehlt eh nur ein paar Kulturverliebten so, ja, ansonsten ist Kunst und Kultur eigentlich irrelevant. Dann könnte man doch eigentlich ganz gut irgendwie auf 5% der Steuern verzichten. Und diese 5% an die dann Themen an aufschlagen für die Autorinnen und Autoren in Österreich. Warum nicht? Ja? Es gäbe ganz, ganz simple Dinge auch, um für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, wie zum Beispiel 365 Tage österreichische Literatur. Ja? Also ein Projekt, wo man an den österreichischen Hauptverband herantritt und mit dem als Partner eine Aufmerksamkeit schafft für Literatur in österreichischen Buchhandlungen und vielleicht auch darüber hinaus. Und ich denke, das sind so Dinge, die muss man wirklich auf Schiene bringen. Was ich aber schon sehe, ist, dass die Kulturpolitik, so wie sie jetzt derzeit läuft, das sehr, sehr gut zu nutzen weiß, dass wir eben nicht eine homogene Gruppe sind. Ja? Dass wir nicht im nach außen gehen immer diese Probleme haben, dass jeder auf der einen Seite eben seinen eigenen Teilbereich fokussiert, dass es natürlich da auch immer Konkurrenzkämpfe gibt, Schwierigkeiten gibt. Und damit sind wir aber wunderbar gegeneinander auszuspielen. Und das halte ich einfach für unsinnig. Also ich wehre mich dagegen, dass ich gegen irgendwen ausgespielt werde. Ich denke, man kann in einem Gespräch Dinge bereden, eine Lösung suchen und dann weitermachen. Weil Sie unterschiedlichste Projekte angesprochen haben, die nötig wären, auch den Hauptverband, den nehmen Sie ja auch in die Pflicht in Ihrem Film. Was halten Sie denn von dem Österreich-Schwerpunkt bei der Leipziger Buchmesse 2022? Da ist ja die Kultur- und Kunststaatssekretärin sehr ambitioniert. Ist das so etwas, was dem auf die Sprünge helfen würde, in die Zukunft sich zu entwickeln, was Sie im Sinn haben? Das ist eine schöne Idee. Aber ich halte diesen Österreich-Schwerpunkt bei einer Buchmesse, das ist so ein kleines Pünktchen am I. Ja? Das kommt eine Woche vorher in den Medien, als dann dort vor Ort während dieser Woche und dann vielleicht noch final mit ein, zwei kleinen Berichterstattungen. Das war's. Und verpufft und weg.
Ja, das ist zu wenig. Das ist ein Ansatz und an dem müsste man aufspringen und mitmachen und weitere Projekte in diese Richtung vorantreiben, jetzt, nicht erst 2 Monate vor Buchmessenbeginn. Ja? Annette Knoch, die Buchmesse, der Schwerpunkt Österreich, was bedeutet das für Ihren Verlag? Wie ordnen Sie denn das ein? Ich sehe das schon ein bisschen wichtiger als die Marlene Haushofer. Also natürlich muss man sich auf einer Messe auch das internationale Publikum dazu denken und die Streukraft sozusagen, die Leuchtkraft des Auftrittes vor Ort, das wird ja weitergetragen. Das ist ja nicht so, dass jeder das dort hört und anschließend gleich wieder vergisst. Und das soll ja weiterwirken. Wir sind schon sehr froh über diesen Schwerpunkt, weil eben, wie Gerhard Ruiz richtig sagt, es gibt nicht sehr viel kulturpolitisches Engagement, was die Literatur betrifft. Und Leipzig ist jetzt endlich einmal ein solches Engagement. Und darüber freuen sich die österreichischen Verlage, glaube ich, durchgängig und werden auch, schätze ich, also wir machen das zumindest sicher, ein sehr österreichlastiges literarisches Programm in diesem Frühjahr planen. Gerhard Ruiz, wollen Sie was dazu sagen? Ja, ich würde gerne anschließen. Ich war ja dabei bei diesem Organisationskomitee Österreich Schwerpunkt in Frankfurt 1995 und ich kann nur sagen, das hat nachhaltige Wirkung gehabt. Es ist immer die Frage, wie man sowas macht. Es hat im Vorfeld große Aufmerksamkeit auf österreichische Autorinnen und Autoren gelenkt oder auf österreichische Literatur. Und es hat sich nicht nur während dieser Woche, es waren übrigens nur 2 Wochen, es hat sich also über viele Wochen und Monate ausgewirkt. Man hat plötzlich österreichische Verlage gekannt. Dadurch hat man plötzlich Bücher, literarische Bücher in österreichischen Verlagen gekannt. Und bis dahin war es doch so, dass man eigentlich ja, mehr oder weniger mal dazu verurteilt, wer nicht in Deutschland verlegt, sozusagen verlegt im Hinterhof Österreich. Das hat sich damals sehr, sehr geändert. Verlage wie Droschl oder auch andere haben sich damals wirklich einen, nicht nur allein dort, aber einen Namen machen können und der ist geblieben. Das heißt, man kennt inzwischen österreichische Verlage. Sie sind sozusagen auch die Markenzeichen, mit denen man veröffentlichen kann und von vornherein sozusagen auch wie bei einer guten Moderation das Silbertablett, auf das man gehoben wird. Dann muss es halt nur noch funktionieren mit dem Buch. Also ich halte von solchen Auftritten sehr viel, vor allem sind sie internationale Auftritte. Und wer die Frankfurter und Leipziger Messe kennt, ich bin ja seit Jahrzehnten dort immer wieder mit Gemeinschaftsständen, weiß, das hat eine große, große Wirkung. Und man kann das, was die österreichische Literatur sowieso kann, dort multiplizieren. Also ich halte sehr, sehr viel von diesem, von solchen Auftritten. Sie sind nur zu selten. Ja? Wir haben alle 25 Jahre mal einen großen internationalen Auftritt. Es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Das ist zum Beispiel in der bildenden Kunst oder woanders ganz, ganz anders. Oder egal, wo auch immer Österreich mit Kunst und Kultur international in Erscheinung tritt. Also das ist die Literatur auch etwas, was ganz hinten gereiht ist. Ich wollte noch was sagen zur Vertragsgeschichte. Man darf bei all dem nicht die rechtliche Seite vergessen. Es herrscht Vertragsfreiheit. Das heißt, niemand ist gehindert, egal welchen Vertrag mit egal wem abzuschließen, solange dieser Vertrag nicht gegen die guten Sitten verstößt. Das heißt, es gibt keine verbindlichen Prozentbeteiligungen, wenn im Rahmen der Vertragsfreiheit, egal unter welchen Voraussetzungen auch immer, wer mit wem etwas vereinbart. Die einzige Abhilfe, die man dann schaffen kann, das ist das, was ich meine, ist das Urhebervertragsrecht. Man müsste sowas wie ein Gesamtvertragsrecht entwickeln, da sind wir eh dran, und ein Tarifrecht. Und dann heißt es, bestimmte Prozentsätze können nicht unterschritten werden. Und bestimmte Berechnungsbasen sind immer gültig. Das heißt also, es braucht eine rechtliche oder gesetzliche Verankerung, die wir nicht haben. Dann gibt es immer noch die Spielräume. Ich kann immer sozusagen noch mehr kriegen oder noch mehr, aber ich darf nicht weniger kriegen. Und genau das haben wir nicht. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist rein rechtlich, die Basis ist, es herrscht Vertragsfreiheit und ich kann alles abschließen, was ich möchte, solange es nicht gegen die guten Sitten verstößt. Und zwar des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Also das heißt, die Rechtsgrundlagen sind dabei auch immer sehr wichtig und an dem arbeiten wir ja. Das ist ja der Hauptjob der IG, ununterbrochen diese Rechtsgrundlagen zu bearbeiten, damit was besser wird. Und dann wollte ich noch was sagen zu Auftritten. Es ist natürlich auch gut, dass es Buchpreise gibt. Deshalb, also die Messebuchpreise und dass es in Österreich auch einen gibt. Es ist deshalb gut, weil die stellen die Bücher in die Auslage, in extra Auslagen.
Das ist alles ganz besonders. Wir brauchen sozusagen diese Aufmerksamkeitsfenster in einem Wettbewerb, der sowieso immer schwerer geworden ist. Und der muss natürlich der Literatur gewidmet sein. Und wenn ich vielleicht noch dazu sagen kann, das Buch wurde einige Male totgesagt. Das erste Mal wirklich massiv totgesagt, 95, mit dem ersten Auftauchen der CD-ROM. Und es ist nicht tot. Es ist nicht tot. Es lebt und es wird weiterleben. Es hat eine unverwüstliche Qualität, glaube ich. Das heißt, also man hat uns nicht in die Geschichte abgeschoben, sondern wir sind mitten in der Gegenwart und auch in sozusagen also zukunftstauglich. Und das muss man halt der Politik klar machen. Erinnert mich nur, vor 20 Jahren war man in Wien der Meinung, öffentliche Büchereien braucht man immer. Das hat sich erledigt. Das ist Geschichte. Das glaubt inzwischen niemand mehr. Und das muss uns auch gelingen, dass wir sagen, okay, wir sind die Zukunft. Man muss auf uns achten. Darf ich da was ergänzen, nämlich zu diesem Produkt oder zum Image der österreichischen Literatur? Ich meine, ich bin ja auch Literaturwissenschaftler und schaue mir das im 20. Jahrhundert immer sehr genau an. Man muss einmal sagen, österreichische Literatur war eines der gigantischsten Erfolgsprodukte, die nach 1970 geschaffen worden ist. Im Gegensatz zu den Schweizern oder zu anderen deutschsprachigen Literaturen hat uns, und ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, und es war ein gigantischer, die Deutschen und der deutsche Markt ist ja letztlich der, der die Wirtschaftskraft ausmacht, das wissen wir alle. Die Deutschen glauben seit 1970, seit 1975, dass die österreichische Literatur die bessere deutschsprachige Literatur ist, dass die Österreicher die Sprachartisten sind. Also dass die österreichische, das ist eine gigantische Erfolgsgeschichte. Und selbst ein neoliberal denkender Politiker müsste einmal sagen, das war eine der besten Marken, die Österreich jemals etabliert hat. Dass österreichische Literatur seit 1970 in die deutschen Verlage hinein diffundiert ist und dass die zusätzlichen Marketingmaßnahmen wie eine Buchmesse da oder eine Buchmesse dort, die muss ja immer auf ein Plateau aufsetzen. Und sozusagen, das ist die Leistung der Autorinnen und Autoren gewesen. Das war die Leistung von Peter Handke, von Thomas Bernhard, von Elfriede Jelinek, die sozusagen diese Marke gesetzt hat. Und natürlich ist alles zu unternehmen, um diesen Schwung mitzunehmen. Und das müsste man wirklich einmal sagen, dass das wirklich ein riesiger Erfolg war, diese Marke zu setzen. Und dass österreichische Literaturverlage ein unglaublich hohes Ansehen hat. Dass man von vornherein glaubt, ein österreichischer Verlag sei besser wie ein deutscher. Also das ist nach wie vor da, das nehme ich nach wie vor wahr und das nehme ich in großen Zusammenhängen auch wahr. Und weil auch die Vermittlung und die Präsentation von Literatur angesprochen ist, also schließlich sind wir ja zwar nicht im Literaturhaus, aber zumindest auf dem Kanal, das ist ja natürlich genau die Aufgabe des Literaturhauses. Und im Gegensatz und im Vorteil zu einem wirtschaftlichen Unternehmen, wie es ein Forschungsverlag ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen, dass dieses Netzwerk der österreichischen Literaturhäuser auch etabliert worden ist. Das Literaturhaus Graz war überhaupt das allerletzte, was geschaffen, also das allerletzte Literaturhaus in einer großen Landeshauptstadt, 2003 gemacht. Und ich brauche im Gegensatz noch, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie das ändert wird, ich brauche sozusagen kein wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen zu führen. Wir haben die Grundsubvention, selbst während der Pandemie und während Corona, und das erzählen auch alle Kolleginnen und Kollegen, es wurde nie in Frage gestellt, die Grundsubventionierung beispielsweise der Häuser. Wie man überhaupt sagen muss, dass während der Pandemie, was von den Unterstützungsleistungen her betrifft, da waren ja eh Bemühungen zu sehen. Es ging sozusagen eher darum, dass viele erfahren haben, dass die Wertschätzung der Kultur, das Verständnis der Kultur fehlt. Aber im finanziellen Bereich ist ja, zumindest was die Literaturhäuser betrifft, ist das Geld da. Und ich sehe aber auch, es gibt natürlich schon einen Bereich, was ist überhaupt unsere Aufgabe als Literaturhaus? Unsere Aufgabe ist nicht, die verlängerte Stelle des Kulturamts zu sein und zu subventionieren und sozusagen alle zu bedenken, sondern wir leben im Spannungsbogen und ähnlich auch ein Verlag oder alles, was sich nach Verkaufbarkeit richtet, wir vermitteln an ein Publikum. Und ich habe schon gemerkt, also wir brauchen auch sozusagen, um diesen Auftrag zu erfüllen, brauchen wir auch ein Publikumsinteresse daran. Das ist gegeben gewesen. Bis März ist das ganz toll gelaufen. Ich glaube nicht, ich glaube überhaupt nicht, dass es den Zeitpunkt nach der Pandemie gibt, erstens. Es wird nicht
am 30. Juni, nur weil sich das jemand vorstellt, alles so sein ist so wie früher. Es wird nie mehr so sein wie im März 2020. Also wir werden das alles langsam wieder aufbauen müssen. Wir werden das Publikumsinteresse wieder erzeugen müssen. Das wird ein langsamer Aufbauprozess sein. Und wir können nicht dort weitermachen, wo wir gewesen sind. Und ich glaube, das müsste man uns auch wirklich vor Augen halten, dass diese Auswirkungen, vielleicht was der Gerd Ruiz angesprochen hat, dass diese Auswirkungen dann erst da sein werden. Ich bin mir auch mit 100%ig sicher, dass es natürlich auch eine Debatte über Kulturbudgets geben wird. Ja, also natürlich wird eine Sparideologie und die Kultur wird auch da sein. Darüber brauchen wir jetzt noch keine, also vielleicht sollten wir uns jetzt schon Gedanken machen, weil möglicherweise die Situationen sich noch sogar verschlechtern werden. Aber ich glaube, also dieses Produkt österreichische Literatur, das muss man wirklich einmal sehen. Das ist besser wie der Hermann Mayer und besser wie der Hirscher irgendwie. Ja? Weil der Skisport interessiert weltweit ja eh nur 1 Promille der gesamten weltweiten Bevölkerung. Also wir sollten, glaube ich, letzter Satz, da auch wirklich Selbstbewusstsein haben. Dieses österreichische Literatur, das ist gefahren wie die Sau, würde ich einmal sagen. Und das ist nach wie vor ein Begriff, der operationabel gemacht werden kann in Leipzig oder wo auch immer, weil die Basis da ist. Ja? Das, was Sie gesagt haben, Klaus Kasperger, das braucht eben Struktur. Und das, was ich so interessant finde an Marlene Schachingers, und ich komme gleich zu Ihnen, Frau Schachinger, so interessant finde an diesem Film, ist ja, dass er sich die Struktur, in der Autorinnen und Autoren arbeiten, sehr genau anschaut und veranschaulicht dem Publikum, wie Autorinnen und Autoren arbeiten. Und weil Sie jetzt gesagt haben, die Literaturhäuser, die Budgetierung sind ja jetzt nicht in Frage gestellt worden. Etwas, was Ihr Film, Frau Schachinger, sehr deutlich zeigt, ist, dass eben die Autorinnen und Autoren sehr häufig eben mit Institutionen zu tun haben, die gut subventioniert sind, aber für die Autorinnen und Autoren aber im Verhältnis zu diesen Institutionen letztlich einfach zu wenig übrig bleibt, um so etwas wie ein gutes Leben führen zu können. Jetzt meine daran anschließende Frage, weil gerade von heute von der Kunst- und Kulturstaatssekretärin eine Presseaussendung kam, dass zugesichert wurde, dass die Unterstützungsleistungen auch für freie Kulturschaffende verlängert wurde und erhöht wurde. Empfinden Sie das in dieser jetzigen spezifischen Situation als Almosen? Begrüßen Sie das? Wie ist Ihr Zugang dazu? Ich glaube, dass es ohne dem gar nicht weiter ginge. Ich glaube, es ist eine Notwendigkeit. Das ist das eine. Das andere ist, und das sage ich jetzt als Literaturwissenschaftlerin, ja, die österreichische Literatur hat international einen wahnsinnig guten Ruf. Wenn man aber nachfragt, die Namen, die kommen, sind Thomas Bernhard, Jelene Kantke, das sind Kolleginnen und Kollegen Generation 2, 3 vor mir. Die gegenwärtigen jüngeren AutorInnen in Österreich sind im Ausland nicht bekannt. Die bekannt sind, werden eingemeindet als Deutsche, weil sie auch in deutschen Verlagen publizieren. Und das finde ich auch nicht überraschend. Das ist einfach etwas, was die ökonomische Situation mit sich bringt, diesen Abgang ins Ausland. Das finde ich, ist einfach, das tut der österreichischen Literatur nicht gut. Ich glaube, österreichische Verlage hätten viel größere Chancen, wenn sie bestimmte Dinge anders gestalten könnten oder würden, wenn sie auch andere Dialoge führen könnten. Das halte ich für ganz, ganz wesentlich, wirklich im Fokus zu behalten. Österreichische Literatur eines Autors, der im Rowohlt Verlag publiziert, ist österreichische Literatur, ja. Aber er arbeitet mit ganz, ganz anderen Strukturen als jemand, der bei Droschel zum Beispiel, also nichts gegen die österreichischen Verlage, ich bin ein Fan der österreichischen Verlage, bin bewusst bei den österreichischen, aber ich glaube, das muss man einfach wirklich auch so sehen und auch so thematisieren, dass diese österreichischen Verlage einfach mit anderen Gegebenheiten konfrontiert sind und da auch arbeiten müssen. Und ich glaube, da braucht es etwas. Ich glaube, da muss sich was ändern.
In einer Zusammenarbeit auch. Aber was wäre Ihr Änderungsvorschlag, Frau Schachinger? Jetzt sitzt die Annette Knoch in meinem Bild ober Ihnen. Was müsste sich denn ändern aus Ihrer Sicht so prioritär? Also ich glaube ganz, ganz wesentlich, und das bezieht sich jetzt weniger auf Droschel, um ehrlich zu sein, müsste sich das ändern, dass die AutorInnen wieder den Status bekommen, den sie vielleicht einmal, zumindest der Pharma nach, früher hatten. Das heißt, als PartnerInnen für einen Verlag gesehen werden und nicht als austauschbare Ware. Und wenn du meinen Vertrag nicht zustimmst und 8% nimmst, na, ich krieg schon wenn anderen, ach was, du, für Frauen bekomme ich viel weniger an Echo draußen im Feuilleton? Nö, also interessiert mich nicht, eine Frau zu verlegen, ich nehme lieber einen Mann. Das sind alles wirklich O-Töne, ja, der letzten 2 Jahre, die Autorinnen gehört haben, unter anderem auch ich persönlich. Und ich denke, das ist etwas, worüber wir reden sollen. Auf wie jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist natürlich ein Thema in Ihrem Film, das ganz zentral ist, die Gender-Differenz in diesem Bereich. Ich würde dennoch gern, bevor ich diesen großen Themenbereich aufmache, bei dem bleiben, womit wir angefangen haben, eben mit Ihren konkreten Vorschlägen und noch einmal darauf zurückkommen. Eine der Ideen, über die Sie nachdenken in Ihrem Film, Frau Schachinger, ist, warum der Ladenpreis für Bücher im Gegensatz zum Beispiel zum Blumengeschäft in den letzten 20 Jahren praktisch nicht gestiegen ist. Mir hat auch unlängst der Präsident des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels eben auch selbstkritisch gesagt, eben im Verhältnis zum Buch, im Verhältnis zum Blumengeschäft ist es dem Buchgeschäft nicht gelungen, die Ware Buch sozusagen höher ökonomisch auch anzusetzen. Annette Knoch, woran liegt das, dass das Buch einfach seit 20 Jahren mehr oder minder die gleiche Summe kostet? Ganz so nehme ich das nicht wahr. Also es hat schon eine Erhöhung gegeben, aber natürlich ist sie jetzt vielleicht anders. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Blumen sich entwickelt hat, aber es hat bei den Büchern immer diese magische 20-Euro-Marke gegeben, über die sich kein Verlag drüber getraut hat. Und jetzt seit ein paar Jahren gibt es ja doch einige Bücher, die 22 oder 26 Euro kosten. Also das ist schon teurer geworden. Aber das Risiko ist halt immer auch, dass ein Buch kein Luxusgut werden soll. Ein Buch, es kommt auch immer auf den Buchinhalt an. Wenn ich einen Ladenpreis gestalte, dann kenne ich diesen Inhalt natürlich und denke mir, wer sind die Leserinnen und Leser für dieses Buch? Und würden die jetzt das Buch für 18 Euro kaufen und für 24 dann nicht mehr? Oder ist das für möglicherweise für Käufer, denen das egal ist, ob das Buch jetzt 24 kostet oder nicht? Also es ist... Das Luxusgut sozusagen möchte man ja dann doch auch nicht verlegen, sondern ein Buch. Und ich sollte das Buch mehr kosten? Wie sehen das die anderen? Sollte Gerhard Ruiz, Marlene Schachinger, Klaus Kastberger, sollte das Buch mehr kosten? Ich glaube, dass das Buch nicht mehr kosten sollte, weil die Grundidee ist ja, dass Bücher leicht zugänglich bleiben sollten, und zwar nicht nur über Bibliotheken und Büchereien. Ich glaube auch, dass das nicht wirklich was bringt. Ja, dann ist das Buch teurer, dann kaufen es weniger Leute, die Tantiemen werden dadurch nicht mehr. Und es entrückt ein wenig dem, was das Buch ja grundsätzlich will. Das Buch will ja sozusagen maximal, grundsätzlich als Buch, maximale Verbreitung. Ich glaube auch, dass das Buch schwere Zeiten hinter sich hatte, und es würde niemand verstehen, wenn Bücher heute 40, 50 Euro kosten würden. Das würde tatsächlich niemand verstehen. Jeder würde sagen, okay, muss ich nicht haben. Ja? Das würde sich eher nachteilig auswirken. Und ich denke, die Preise sind auch so unten geblieben, weil das Buch ja lange nicht wusste, ob es bleibt und wie es bleibt und in welchem Ausmaß es bleibt. Und ich glaube, dass die Strategie gut war. Das Buch hat sich damit sozusagen dauerhaft etabliert gehalten und ist nicht aus dem Markt geflogen. Weil was wir nicht vergessen dürfen ist, ums Buch herrscht ja auch ein Preiskampf. Das
die Buchpreise werden ja permanent unterlaufen, zum Beispiel durch E-Book-Preise. Nicht? Man kann ja, oder durch E-Book-Verschleuderungen. Ja? Man kann sich gar nicht vorstellen, was da für ein Schleudermarkt entstanden ist. Und das ist ja nicht der erste Angriff auf sozusagen den Buchpreis gewesen. Wir haben die Angriffe gehabt, übrigens auch einer der großen Erfolge der IG. Wir haben den festen Ladenpreis gegen die EU durchgesetzt. Ja? Damals gegen den Wettbewerbskommissar. Wir sind alle nach Brüssel geflogen und haben sozusagen ihm ordentlich zugesetzt. Und wir waren die Ersten, die ein Preisregulativ, ein kulturelles Preisregulativ durchgebracht haben. Das heißt, es gab ja viele, viele Kämpfe, um diesen Buchpreis überhaupt zu halten, um nicht die sozusagen uns aus letztlich herausdampfen zu lassen. Weil die große Gefahr war halt, dass dann halt Billigstanbieter den Rest des Marktes zerstören und dann halt sich den Markt selber gestalten. Also ich glaube, das hat eine ganz gute Rolle gespielt, ob man jetzt überlegen kann, ob man moderat anheben sollte. Ich glaube, zur jetzigen Zeit bitte nicht. Ja. Wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit. Die Leute kriegen 55% ihres letzten Gehalts. Das wäre eine Katastrophe. Ja. Also wir brauchen eher Signale, dass das zugänglich bleibt. Das muss erschwinglich bleiben, zugänglich bleiben und darf keine, wie soll ich sagen, keine Abschreckungssignale haben. Eigentlich muss man jetzt sagen, wie ist übrigens eh passiert. Die Buchpreise sind ja jetzt nur also mit 5% Mehrwertsteuer versehen, haben wir übrigens auch als erste gefordert. Und haben ja damals auch, wie die Bücher noch teurer werden sollten, mehrwertsteuermäßig mit 13%, haben wir auch die 10% durchgekämpft. Also es ist relativ viel passiert für diesen Buchpreis. Und ich glaube, das ist relativ gut so, dass sie nicht teurer werden. Schöner wäre es, sie würden sich mehr verbreiten. Und dafür sollte eigentlich oder müsste mehr geschehen. Also wir haben eher ein Verbreitungsproblem als ein Preisproblem, aus meiner Warte. Sie sehen das anders, Frau Schachinger? Ich glaube, dass die erfolgte, sehr moderate und vorsichtige Preisanpassung in den vergangenen 1-2 Jahren eine sehr gute Sache war. Ich denke, dass etwas, ich habe das recherchiert für den Film eben, in 40 Jahren ja, gleich geblieben ist. Während alles andere aber indexangepasst war und damit eklatant gestiegen ist. Heute kostet ein Kilo Brot ein halbes Taschenbuch. Das ist so. Ja. Ich glaube nicht, dass man dieses Versäumnis jetzt heute nachholen kann. Da schießen wir auf 50 Euro hoch pro gebundenem Buch. Das geht gar nicht. Das ist natürlich ein Blödsinn. Ja, das ist auch klar so. Aber ich denke schon, dass es auch durchaus eine Preisanpassung geben muss. Und zwar deswegen, weil auch die Verlage leben können müssen. Ja, es müssen alle beteiligten Spieler im literarischen Feld leben können. Und es kann nicht sein, dass man 40 Jahre permanent am gleichen Stand bleibt, während alles andere rundum immer teurer wird. Und man hat Angst, irgendwie Leser und Leserinnen zu verlieren. Aber die Statistiken besagen etwas anderes. Die sagen, dass diejenigen, die zur Literatur greifen und gerade eben zur schwierigen, zur sogenannten ernsten Literatur, absolut nicht eingebrochen sind. Im Gegenteil, da sind die Verkäufe eigentlich gestiegen. Und da, denke ich, ist durchaus eine minimale, kleinere Anpassung, die sich eben auch kommunizieren muss, ja, nach außen in Höhe von 10% in etwa. Das tut niemandem weh. Ja, wie es eben auch 18 schon ganz leicht und sanft erfolgt ist, halte ich für die nächsten Jahre für wesentlich, dass man das nicht wieder verabsäumt. Weil ansonsten ist es bald so, dass ein Kilo Brot ein Taschenbuch. Also das Buch ist eine Ware und mit Ausnahme der sehr wichtigen Regelungsmechanismen wie der Buchpreisbindung, hat das Buch natürlich auf dem Markt immer exakt den richtigen Preis. Das heißt, der richtige Preis ist einfach der, bei dem man maximal Gewinn macht. Ja? Also sozusagen, wenn ich raufgehe, habe ich weniger Abnehmer und insofern ist das ein Marktmechanismus und die Verlage setzen ja die Preise der Bücher nicht von vornherein fest und das könnte man ja auch nicht vorstellen, dass es einen Kulturminister gibt, der plötzlich sagt, Bücher sind wertvoll, deshalb erhöhen wir alles um 10%. Wesentlich erscheint mir ja auch in dem Film die Frage zu sein, wie viel kriegen denn die Autoren und Autorinnen ab davon? Nicht? Und
natürlich ist es so, dass ich war eine Zeit lang auch im Verlagsbeirat, also den österreichischen Verlagen geht es auch nicht so prächtig und sozusagen, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und die Preise resultieren daraus. Und auch weil angesprochen worden ist, natürlich sollten die Autoren und Autorinnen von all diesen, es ist ja auch so, dass der Verlagsbereich in Österreich, wie wir alle wissen, auch kein rein wirtschaftlich funktionierender ist. Es gibt eine große, sehr großzügige Verlagsförderung und ohne diese Verlagsförderung würde die österreichische Verlagslandschaft schon ganz anders ausschauen. Ich war zeitlang auch in den Verlagsbeirat drinnen. Es ist aber eine Subventionierung, die schon von den wirtschaftlichen Kennzahlen auch abhängt. Das heißt, ein Verlag wird niemals allein durch die Subventionierung überleben können, weil die Subventionierung sich immer auch nach der Das Mikrofon einschalten, Klaus Kastberger. Klaus, man hat dich jetzt... Hallo? Man hat Klaus Kastberger nicht verstanden, weil das Mikro nicht an war. So, jetzt ist es an. Ich habe eigentlich nichts geändert irgendwie. Ich wollte nur sagen, es geht um die Anteile, die die Autoren und die Autorinnen an all diesen Bereichen haben, wo sie ihr Einkommen rekrutieren können. Und Literaturhäuser, ich finde meine Aufgabe auch darin, durch sozusagen den Autoren und Autorinnen einen Rahmen zu schaffen, um sie zu vermitteln. Und Vermittlung heißt eben auch PR-Aufwände, eine Atmosphäre herzustellen, dass Leute kommen und so weiter. Also das hängt auch damit zusammen. Ich kann berichten aus diesem Corona-Jahr 2020, wir haben im Literaturhaus in Graz noch niemals proportional, obwohl wir, und das scheint wie ein Zaubertrick zu sein, aber wir haben ihn geschafft, wir haben im Jahr 2020 so viel Geld an Autoren und Autorinnen ausgezahlt, proportional, wie noch nie vorher. Ja, weil wir Abstandshonorare gezahlt haben, weil wir zusätzliche Projekte gestartet haben. Das heißt, gerade in so einer Situation sind wir auch flexibel, weil wir auch weniger Werbeaufwand hatten, wir hatten dann Druckfolder und so weiter. Also das ist schon so angepasst. Und auch bei den Verlagen ist es so, natürlich könnte man sagen, ja, das ist aber sozusagen halt ein Verhandlungsgegenstand auch. Wenn es eine Steuererleichterung für Bücher gibt, warum geben die das nicht den Autoren weiter irgendwie? Ich will nur sagen, die Rahmen, in Literaturhäusern die Vermittlung herzustellen, die Rahmen bei den Verlagen, am meisten kostet immer der Vertrieb und das weiß ja jeder irgendwie, nicht? Also, dass das die harten Summen sind. Aber ich finde schon wichtig, als Literaturhaus im subventionierten Bereich auch immer das im Auge zu behalten. Erstens einmal gibt es Standards, was die Bezahlung betrifft. Ja, wurde ja auch von IG-Autoren festgelegt. Wir haben so eine Untersuchung gemacht, der Manfred Müller von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur hat sich angeschaut, also das war auch eine Umfrage, der Gerhard Rüster mitgetragen hat, woher beziehen denn die Autoren überhaupt ihr Einkommen? Doch nicht aus dem Buchverkauf. Der Buchverkauf ist ein marginaler Teil des Einkommens von Autoren und Autorinnen. Die eigentlichen Existenzgrößen kommen aus Lesungen, kommen aus Auftritten, kommen aus Stipendien, also vom Verlag her, da würden ja eh nur ganz, ganz wenige leben können von den Verkäufern. Und in dieser Studie hat sich unter anderem auch gezeigt, und das ist ja ein Hoffnungszeichen, dass es zu einer explosionsartigen Vermehrung von Möglichkeiten seit 2000 gekommen ist, Lesungsauftritte zu haben, Buchhandlungen, irgendwelche Kulturinitiativen. Also nicht, dass die alle ordentliche Honorare zahlen, aber das ist das Problem. Aber das zeigt für mich ja auch jetzt ein immenses Wachsen von Interesse an Literatur im Veranstaltungssektor. Und das ist oft auch ein Widerspruch. Aus meiner 5-jährigen Praxis in Graz weiß ich das ja auch, dass es ein unglaublicher Unterschied ist,
Der Besuch von Veranstaltungen korreliert nicht immer eins zu eins mit den Zahlen, die uns der Buchmarkt liefert. Also es gibt und dieses, also der Manfred Müller hat wirklich, es ist es, in Wien gibt es plötzlich, es gab früher lange Zeit nur drei Städten, wo Literaturveranstaltungen stattgefunden haben. Mittlerweile sind Lesungen, auch das ist eine Erfolgsgeschichte. Die sind breit, also es ist das Interesse da. Also und das wollte ich nur sagen, also dass immer die Rahmen auch geschaffen werden müssen und die Einkommenssituationen, also es ist ein schwieriger und vielleicht auch manchmal komplexer Bereich, weil es halt kein rein nach marktwirtschaftlichen Kriterien funktionierender Bereich ist, obwohl es Verlage sind, die Unternehmen sind. Also da braucht es halt irgendwie dann auch Steuerungsmechanismen und jemanden, der das versteht, und prinzipiell gibt es Teile in diesem österreichischen Förderungssystem, die auch nicht so schlecht sind, finde ich. Ja? Also beispielsweise die Verlagsförderung, wer immer die durchgesetzt hat. Wahrscheinlich waren die IG Autoren, nehme ich an, maßgeblich beteiligt auch daran. Aber das ist ein Instrumentarium, das ich immer eigentlich, also natürlich kann man immer sagen, da sitzen die falschen Leute in der Jury und die können alle austauschen und die kommen nie dran irgendwie. Aber das ist halt schwierig, weil es letztlich dann auch solche Instrumente der Qualitätsbeurteilung gibt, und da finde ich, dass in Österreich diese Dinge, die so still und leise vor sich hin funktionieren, oder der Buchhandelspreis, also kann man sagen, das ist mal schon zu viel irgendwie, dass jedes Jahr eine Buchhandlung des Jahrhunderts geben muss, aber da wird wirklich Geld in die Hand genommen, um diesen Betrieb, der so nach rein privatwirtschaftlichen Hintergründen gar nicht mehr funktionieren wird, auch wirklich zu stützen und punktuell halt irgendwie diese Flächigkeit der Förderung herzustellen, die es auch gibt in Österreich. Marlene Schachinger, was ist Ihre Replik darauf? Ist alles eigentlich eh in bester Ordnung in Österreich? So klingt das, oder? Es ist doch alles wunderbar. Nein, so sehe ich es nicht. Also ich glaube schon, dass Literaturhäuser eine ganz, ganz wesentliche Funktion haben. Ich glaube auch, dass sich manche der VeranstalterInnen durchaus an die Empfehlung der IG Mindesthonorare halten. Aber das ist nicht das Gros, erfahrungsgemäß. Und es ist auch so, man lädt uns so gerne ein zu Lesungen, weil wir billiger sind. Ja? Ein Opernsänger der Wiener Staatsoper, der runzelt bei 1.000 Euro mal ordentlich die Stirn und denkt sich, wollt ihr mich da verkackeiern oder was? Ja? Was soll ich da jetzt kommen für 1.000 Euro? Und ein Autor freut sich bei 400 und sagt, ja, juhu, danke, herrlich. Ja, natürlich komme ich. Und ich zahle auch noch die Spesen obendrein, weil die Fahrt bitte nämlich vor Steuer. Ja, davon, wir reden vor Steuer und vor Sozialversicherung, nicht nachher. Das heißt, es bleiben 200. Das ist alles sehr, sehr schwierig so. Die Veranstalter, wenn das nur eine Empfehlung ist, man muss sich nicht dran halten. Bei den Verlagsverträgen, wenn es nur eine Empfehlung ist, man muss sich nicht daran halten. Das mehrt dieses Gegeneinander ausspielen ungemein. Ich sehe auch die Verlagsförderung durchaus kritisch. Ich möchte jetzt gar nicht im Einzelnen durchkauen, ob die Verlagsförderung für Verlag X gerechtfertigt ist und warum bekommt Y keine, warum bekommt Z das Vierfache. Um das geht es gar nicht. Ich frage mich, ob das mal immer das Beste ist, diese Förderungsschiene oder Maschinerie. Ich möchte auch zur Diskussion stellen, sehr explizit, man sagt immer, die AutorInnen, die haben ja außerdem, die leben eh nicht von den Tantiemen, brauchen sie eh nicht, die leben eh von den Stipendien, den Preisen. Dann würde ich mal ganz gerne bitte anregen zu überlegen, wie viele Stipendien gibt es denn in Österreich und für wen sind denn die? Also wenn man jetzt denkt, da mal Startstipendium, ganz jung, ja, vielleicht noch gar keine Publikation oder eine Publikation. Projektstipendium folgt meistens sukzessive drauf, das heißt auch unter 35 in Wahrheit und so weiter. Das heißt, da wird eine Realität geschaffen für junge AutorInnen, die so in keiner Weise hält. Sie wachen mit 35 auf und fallen aus allen Wolken, weil das eben nicht das reale Leben im literarischen Feld ist. Preise, die geschaffen wurden für ältere Kolleginnen in Österreich.
Also ich kenne keine. Ab und an sehe ich so etwas in Deutschland, aber nicht in Österreich. Tut absolut Not, da irgendwo auch eben ein soziales Netz zu schaffen, gerade für diejenigen, die eben nicht mehr diese Vermarktbarkeit auch haben, die der Literaturbetrieb so gerne nach außen bringt. Lesungen denkt, rein mathematisch durchgerechnet, es müssten 50 Lesungen pro Autorin sein. Das heißt, fast jede Woche in einem Kalenderjahr eine Lesung an einem Ort. Österreich hat aber mehr als 7 AutorInnen. Das geht sich nicht aus. Also die Lesungen können es nicht sein, die Preise und Stipendien auch nicht. Da gibt es viel zu wenige. Also was soll es? Wir nähern, Gerhard Rüst, ich sehe, Sie wollen was sagen. Ich will nur alle darauf aufmerksam machen, es ist 20.52 Uhr und wir sollten allmählich uns dem Ende zumindest gefühlsmäßig annähern. Eine abschließende Runde noch, Gerhard Rüst, Sie wollen gleich auf Marlene Schachinger sich beziehen, nehme ich an. Ich höre Sie nicht, man hört Sie nicht, Gerhard Rüst, das Mikro ist aus. Okay, nur kurze Replik oder schon Schluss? Ah. So, bin ich zu hören? Ja. Okay, gut, kurze Replik oder schon Schluss? Beides. Na gut, okay, ja. Kurze Replik. Naja, dass es nicht reicht, wissen wir. Sonst wären wir ja alle glücklich und zufrieden. Ich glaube aber, dass in Österreich ein ganz spezifisches Problem immer dominant ist. Das ist die Frage der Größenverhältnisse. Wir sind marktwirtschaftlich gesehen ein kleiner Teil in einem großen deutschsprachigen Markt, den niemand von uns dominiert. Niemand. Ja? Weder die Verlage noch, ich weiß nicht, die politischen Entscheidungen, gar nichts. Das heißt, dass alles, was bei uns geschieht, muss qualifizierter geschehen. Und ich glaube, das geschieht auch. Wir könnten durchaus einen Vergleich anstellen. Was tun deutsche Literaturhäuser, was tun österreichische Literaturhäuser? Sind die nicht sozusagen höher qualifiziert? Sind die nicht näher bei den Autoren und Autorinnen? Aber das führt jetzt zu weit. Ich glaube, ich gebe allen recht, die sagen, es ist zu wenig, es reicht nicht. Das wissen wir ja, weil sonst ging es uns ja besser. Was die idealen Wege sind, jetzt im Detail kann man auch untersuchen, ob es genügend Jahresstipendien gibt, ob es genügend Jahresstipendien für alle Altersgruppen gibt oder ähnliches. Tatsache ist, dass ich in Österreich 3 große Defizite merke seit vielen Jahren, abgesehen davon, dass es sozusagen, man kann so oft man will noch in Regierungsprogramme hineinschreiben, wir wollen eine Kulturstrategie. Ja, wo ist sie? Ich möchte die ganze Zeit verhandeln über die Kulturstrategie. Es gibt sie nicht. Es gibt sie im einen oder anderen Bundesland, aber der Bund schafft es nicht, mit uns über die sogenannte Kulturstrategie, also sprich über Zukunft, über Perspektiven oder Ähnliches zu reden. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Das wird uns ja nicht erklärt. Aber die großen Defizite, die ich sehe, ist im Sozialrecht, ist absolut an uns vorbei formuliert. Also da muss ich dringend was tun, ob das jetzt Künstler und Künstlerinnen Sozialversicherung heißt oder ein neues Sozialversicherungsgesetz für neue Selbstständige oder für ein Personenunternehmen, ist mir völlig wurscht. Es muss sozusagen auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sein, das ist es nicht. Was uns fehlt in Österreich ist Urheberrechtsregelungen, ganz besonders in Bezug auf neue technische Verwertungsmöglichkeiten. Da gibt es die Chance, jetzt in wenigen Monaten das umzusetzen. Ich hoffe, es passiert. Die Voraussetzungen gäbe es und wir sind auch sehr dahinter. Das Dritte, die Finanzierungslage in Österreich ist letztlich, wir sind, glaube ich, mit dem, was wir kriegen, unglaublich kreativ. Wir sind unglaublich begabt, kreativ und erfindungsreich, weil eigentlich verlieren wir am Gesamtbudget ununterbrochen Geld. Das heißt also, am Gesamtbudget ist der Anteil für die Kunst und Kultur nicht mehr geworden, sondern weniger geworden. Er ist nicht einmal gleich geblieben. Das heißt also, da ist dringend was zu reparieren und dann natürlich auch in der Steuergesetzgebung. Und in Summe halt mit all diesen Maßnahmen, glaube ich, könnte man was in Österreich erreichen, was ja übrigens immer in Frage gestanden ist. Ist in Österreich oder allein auf Österreich beschränkt professionelles Schreiben möglich? Also es gab keine besseren Zeiten. Ich muss alle, die hoffen, da gab es welche. Es gibt nur sozusagen den Traum davon. Es könnte mal besser gewesen sein. Aber
eigentlich sind alle immer nur nach Deutschland gegangen, weil es in Österreich nicht ging, also ökonomisch. Sie haben zwar vielleicht hier gelebt, weil es in Österreich nicht ging oder zu wenig war. Also diese besseren Zeiten gab es eigentlich nie. Wenn, dann liegen sie vor uns, aber nicht hinter uns. Und wenn, dann müssen wir sie machen. Naja, und no, sage ich einmal, dass der Aufbruch in Österreich, der große literarische Aufbruch in Österreich, übrigens auch von Graz, der ist von Graz viel mehr ausgegangen, einmal, was die Avantgarde betrifft, mehr als von Wien, mit etwa dem Steirischen Herbst, mit dem Forum Stadtpark und mit sozusagen all den Autoren, die sich da versammelt haben, die Namen haben wir schon gehört, Jelene, Kantke und viele, viele andere, dass das eine gewisse Wirkung gehabt hat, die übrigens bis heute reicht. Man kennt in Deutschland ganz, ganz viele österreichische Autoren und Autorinnen-Namen und wir können sagen, auch bei der jüngeren Generation, es sind ja mehr geworden, es gibt viele, die zunächst einmal schon in Deutschland beginnen und gar nicht erst den Umweg machen, über österreichische Verlage da machen wollen. Wobei ich sagen muss, das ist für mich der elementare Unterschied. Ich habe immer das Gefühl, die österreichischen Verlage, die Ambitionierten, sind näher am Text, sind näher beim Autor oder bei der Autorin, interessieren sich mehr für das Buch und weniger für die Vermarktung. Dass sich das jetzt näher kommt, das deutsche Verlagswesen und das österreichische, das hat mit der Krise zu tun. Die großen deutschen Verlage können natürlich Bücher setzen, so viel sie wollen. Es gibt keine Lesereisen. Es gibt sozusagen die große Vermarktung nicht. Also müssen sie sozusagen so arbeiten, wie die österreichischen Verlage schon immer gearbeitet haben. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass sich dieses österreichische Verlagswesen so entwickelt hat. Und es konnte sich nur entwickeln, behaupte ich jetzt einmal, weil es die österreichische Verlagsförderung oder die Programmförderung gegeben hat. Hätte es sie nicht gegeben, dann hätten wir so irgendwas so am Rande, das auch noch existiert, aber eigentlich nicht mit der Attraktivität, wie es heute dasteht. Und ich kann ja sagen, wir waren für die Schweiz ein Vorbild. Die Schweiz hat jahrelang nach unserer Verlagsförderung geschielt und haben jetzt etwas Ähnliches nachgebaut, weil sie gemerkt haben, das ist auch für die Schweiz notwendig in diesem großen gemeinsamen Markt. Also im Grunde genommen, es liegt viel vor uns. Wir haben zu wenig erreicht. Ich weiß das alles, aber wir bemühen uns weiter. Ich wollte ja schon in Pension gehen. Das geht natürlich nicht. Nein, das geht gar nicht, Gerhard Ruiz. Sie müssen erstens ja ans irgendwo ein Denkmal kriegen irgendwo und Sie müssen. Aber nur in dichter Pension. Ich wollte nur in dichter Pension. Annette Knoch. Was nehmen Sie aus dem Film von Marlene Schachinger für die eigene Verlagsarbeit mit? Ich wollte mich von vorher zu Wort melden, wie es dann aber auf einmal um die Ladenpreise gegangen ist. Also was ich noch ausführen wollte, ist einerseits, dass es in Österreich keinen großen Verlag gibt. Das wissen wir. Und aus dem heraus hat sich auch dieses Missverhältnis entwickelt, sozusagen, dass die junge Autorin zu Rowohlt geht und dort, das war eben das, wo ich anknüpfen wollte, und dann womöglich nicht mehr als junge österreichische Autorin gilt, weil sie bei Rowohlt veröffentlicht. Das sehe ich einfach nicht so. Die österreichischen Verlage sind sehr initiativ, wir sind sehr bemüht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir an unserer Kommunikation mit, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, muss ich auch sagen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass an der Kommunikation mit Autorinnen und Autoren etwas nicht passt, sondern für mich als Verlegerin ist das Schöne an meinem Beruf ja, ein Manuskript anvertraut zu bekommen und mit dieser Person, die dieses Manuskript verfasst hat, gemeinsam ein Buch zu machen und dieses Buch dann breitestmöglich in die Welt zu setzen und zu verbreiten. Und das ist nur dann schön, wenn ich mit dieser Person auch eine gute Kommunikation führe und eine Hochachtung vor dieser Person habe. Und in diesem Punkt stimme ich eben oder habe ich einfach nicht die Erfahrungen, die offensichtlich in diesem Film viele Frauen gemacht haben, die teile ich einfach nicht so in dem Sinne. Ja, das wäre jetzt so, was mir auf die Schnelle einfällt. Sonst bin ich keine Kulturpolitikerin und habe nicht so einen schönen Maßnahmenkatalog wie Gerhard Ruiz. Klaus Kastberger. Ja, ich will nur eins klarstellen. Ich habe nicht gesagt, dass alles bestens ist. Das habe ich im ganzen Leben noch nie gesagt, dass alles bestens ist. Irgendwie. War ein Scherz, Klaus Kastberger, ein Scherz. Ich glaube auch nicht, dass alles bestens sein kann, irgendwie, zumindest nicht bei uns und in der Literatur. Ich greife es vielleicht auf, was das Literaturhaus betrifft, habe ich das Gefühl, wir haben unsere Arbeit gut getan, wenn wir es geschafft haben, diese beiden Gruppen, Autoren und Autorinnen und Publikum zusammenzubringen. Und das ist auch ein reales Erlebnis vor Ort. Und ich muss sagen,
Ich meine, Verlage können produzieren, Autorinnen können nach wie vor schreiben, die Bücher werden gedruckt und halt alleine gelesen. Aber ich habe erst in diesem einem Jahr gemerkt, wie sehr das einfach dazugehört, wie wenig Ersatz das Digitale bietet für diesen unmittelbaren Kontakt zwischen einem Publikum, das real ist, und zwischen Autorinnen, die real sind. Eine der letzten Veranstaltungen, die wir gehabt haben, war die Erstpräsentation des neuen Buches von Valerie Fried. Da hatten wir 250 Leute, also die hat 5 Jahre geschrieben an diesem Buch und die braucht diesen, also Autoren und Autorinnen, zumindest die allermeisten, 99%, brauchen diesen symbolischen Akt auch, das jetzt der Öffentlichkeit zu übergeben. Und das ist nicht nur, dass das gedruckte Buch schön ausschaut und man darüber fahren kann, sondern das ist der reale Kontakt mit den Menschen. Und das sind die Momente, wo die Literaturhäuser Sinn machen. Ja, also, dass dieser Kontakt hergestellt ist in einem professionellen Rahmen, wo auch die entsprechenden Honorare gezahlt wird und vor allem für das Publikum. Also das Schönste ist, dass das Publikum da ist und das toll und klasse findet irgendwie. Und es geht uns total ab seit 10 Monaten. Also wir hatten immer wieder so ein paar Wochen oder ein paar Halbmonate offen und auch das Zusammenstehen nachher und das noch gemeinsam an der Bar oben ein Glas Wein trinken, das hat man immer gedacht, das sei nicht das Wichtige, das sei eigentlich halt das Rundherum. Ich würde mittlerweile sagen, dass diese sozialen Begegnungen rundherum die Essenz sind von dem Ganzen, dass dort die wesentlichen Dinge passieren, sozusagen im sozialen Wirken der Kultur. Und das ist nicht nur im Literatur so, das ist in den Theatern so, das ist in der Oper so. Ja? Und das ist für mich, und das lässt für mich auch eine völlig neue Definition von Kultur und von Literatur zu, nachdem wir jetzt erlebt haben, was es heißt, wenn das fehlt. Und das fehlt mir persönlich und das fehlt ich bin auch erschrocken darüber, dass offensichtlich die kulturpolitisch etwas zu sagen haben. Also es gibt Leute, die diese Erlebnisse nie hatten, was es heißt, irgendwie ins Theater zu gehen, in die Oper zu gehen und zu wissen, was da passiert. Die könnten politisch nicht so über die Kultur so ignorieren. Dieses Erlebnis muss man gehabt haben. Wenn man es nicht gehabt hat, dann hat man es halt nicht gehabt irgendwie. Aber ich glaube, wir müssten uns das vor Augen führen, dass es wieder möglich ist und das sind die wesentlichen Momente, wo dann aber auch ich immer erlebt habe, dass dann auch die Autoren und die Autorinnen diesen Moment so erleben. Das ist ein Gemeinschaftsmoment und der fehlt uns. Und ich warte darauf, wann der endlich wieder eintreten kann. Und das tut uns allen nicht gut, dass wir dieses soziale Umfeld nicht mehr erleben. Nämlich auch in der Kritikfähigkeit an dem, was so in der Gesellschaft passiert. Also wir brauchen das eigentlich auch als Raum der Kritik und der Reflexion. Dieses live vor Ort gemeinsam miteinander sein und nicht dauernd ein Fassmann oder 2 Babyelefanten zwischen einem zu haben. Ja, und das ist so eine Wirkungsweise von Literatur, wo man dann auch wirklich die Stärke von manchen Texten noch einmal in ganz anderer Form oder in anderer Form nachvollziehen kann, wie in der stillen Lektüre. Natürlich, die Literatur ist ja auch ein letzter Satz noch, die Literatur ist ja auch ein unglaublich resistentes oder resilientes Medium. Natürlich wird es die Literatur, und da bin ich völlig beim Gerhard Ruiz oder die Annette Knoch, das Buch wird es immer geben, so viel E-Books und so viel Computer, das Buch wird als Medium immer da sein und ich brauche zu dem Buch nichts anderes als ein Zuhause, einen Ort, wo ich Licht habe, ein halbwegs Gutes und das Buch selber. Also auf diesem Niveau wird Literatur immer wirken, aber das andere gehört, glaube ich, auch wesentlich dazu, für die Verlage, für die Autoren und auch fürs Publikum, also dieses Zusammenkommen. Ja. Ja, das war ein schönes Schlusswort, aber trotzdem muss das Schlusswort Marlene Schachinger haben, weil ihr verdanken wir diesen Film, ihr verdanken wir das Thema dieses heutigen Abends. Marlene Schachinger, würden Sie resümierend, wir haben in alle möglichen Ausrichtungen ausfransend jetzt miteinander gesprochen. Würden Sie resümierend etwas noch festhalten wollen? Ja, und zwar eines. Ich glaube, dass die Gegenwart eine große Chance bietet. Die Chance auf einen Dialog, und zwar mit allen Spielern im Feld, im literarischen Feld an einem Tisch, bis hin zur Kulturpolitik. Und ich glaube, dass wir uns diese Chance einfach nicht entgehen lassen sollten,
und es tun sollten. Das ist jetzt das Schlusswort, finde ich. Marlene Schachinger, vielen herzlichen Dank. Gerhard Ruiz, Annette Knoch, Klaus Kasperger, dem Gastgeber, dem Grazer Literaturhaus, dass das stattfinden konnte. Gerhard Ruiz wird sicher einmal ein Denkmal bekommen, da bin ich mir sicher. Ein informativer Abend, ein anregender Abend. Es gibt sehr viel Gesprächsbedarf. Marlene Schachinger, so wie Sie zu Anfang gesagt haben, vielen lieben Dank allen, die uns gefolgt sind. Ich hoffe, es sind ein paar. Der Film von Marlene Schachinger sei allen nochmal in voller Länge auch ans Herz gelegt. Und ich hoffe, die eine oder andere Erkenntnis ist in das eine oder andere Herz vorgedrungen. Und in diesem Sinne, haben Sie es gut.